Hallo und herzlich willkommen hier. Weitere Folge hier. Hier, Thüringen. Ja, weiter geht's mit der Aussaat. Ich habe mal gerade mal gegoogelt. Mit Terra Live. Ich glaube, es geht ganz was anderes. Und zwar um Bodenbearbeitung mit Terraforming. Also, wenn ich mir was falsch gesagt habe, bin ich mal zu entschuldigen. Bin mir auch nicht ganz sicher. Was das nun ist, ne? Aber ich muss ja trotzdem erstmal testen, ne? Also immer überhaupt einen Spielstand nehmen, wo man sagen könnte, ja, dafür, da kann man testen. Würde ich jetzt so nicht riskieren, jetzt hier reinzunehmen. Weil im Grunde Bodenbearbeitung in dem Sinne habe ich eigentlich so nicht vor. Was man machen könnte, natürlich, wenn man was Gebäude auf errichten möchte oder eine Fläche am Hof, da wo eine Wiese ist, um was wegzuräumen. Aber wiederum müsste man dann auch irgendwo das erkaufen können, ne? Zum Beispiel Steine oder meinetwegen Sand oder Erde. Also irgendwo muss ich ja verkauft werden oder zumindest abgegeben werden. Jetzt hat man einen riesigen Berg da und würde ja längerfristig Probleme verursachen. Ne? Das muss ja irgendwo gespeichert werden und immer mitgeschrieben werden. Ne? Also würde den Arbeitsspeicher belegen, theoretisch. Auf Dauer wäre das negativ. Aber schauen wir mal, ne? Ich schaue mir mal kurz an, was das ist. Nächsten Tage, und wenn wir eine neue Karte starten, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es damit dabei wäre. Ob es näher gebraucht wird, das ist eine andere Frage. Aber mal schauen. Also Steinbrucharbeit und dergleichen habe ich eigentlich nicht vor. Hier bleibt der Schwerpunkt im Grunde Landwirtschaft und Kühe. Die Milch, die es später geben könnte, für die Molkerei. Das wäre theoretisch, ja, noch zwei Stelle, also zwei Molkereien auf jeden Fall, der ich gerade gehabt. Und dann fällt mir viel mehr auch gerade ein. Ich hatte ja in der Marsch praktisch auch schon, Marsch nicht, aber auf der Hauptbouillon eine Spinnerei gehabt. Belege ich mir damit, das auch mal entsprechend hinbekomme. Aber da hatten wir Baumwolle gehabt vom Mission her. Also müsst ihr mal die älteren Folgen anschauen. aber ich habe die gar nicht mehr. Ich speichere sowas nicht lange. Also ich Prinzip nehmen Schnitt immer 7 Folgen auf und dann lade ich die hoch und wenn beim nächsten Mal alles geklappt hat, dann lösche ich die wieder und starte neu. Weil den Speicherplatz den habe ich einfach nicht. Das ist halt so, ne? Ja, wenn alles klappt, morgen Samstag Livestream und im Anschluss nehme ich die Folgen auf nächste Woche, also von Sonntag bis Freitag und dann wieder Samstag Livestream. So stand heute. Also die Zuschauerquote ist bei Thüringen deutlich höher und auch die Likes, deswegen entscheide ich mal für die Thüringen. Das ist eigentlich ein Votum. Also Like ist zum Beispiel ganz wichtig. Eine Entscheidung und natürlich die Zuschauerrate im Durchschnitt. Es gibt natürlich auch Ausreißer von oben, also auch von dem Arsch. Ich habe jetzt so meinen Modus bis umgestellt. Aktuell die Kurzvideos habe ich ja praktisch erstmal aufgehört.
zum einen ein Grund war gewesen, ja, jemand gesagt hat, nicht so gefällt, ne? Kann ich verstehen. Ist ja auch ein bisschen ohne System, kann man sagen. Also im Grunde habe ich das Prinzip, das mein Programm überlassen, wie es gemacht wird. Mal ist es gut, mal ist es blöd. Aber eben war das zu sehr, ja, zu abgehakt, ne? Aber es war auch eher mehr so ein Versuch. Man weiß ja vorher aber nicht, wie es ankommt. Ist aber bei allen Sachen so. Aber da hat es halt viele Abonnenten Zuwachs gegeben, ne? Also gegenüber den normalen Videos. Aber was auch mal sagen muss, die Videovorschläge von YouTube waren schwerpunktmäßig bei diesen Shorts fett, also in dem Bereich. Mir wäre aber eigentlich lieber, das wäre eher in dem Bereich Videovorschläge, ne? Also auf der Startseite zu zeigen. Das wäre eigentlich mein Hauptziel, eigentlich. Was mir lieber gewesen wäre. Aber ich würde mal jetzt probieren. Für einen gewissen Zeitraum. Ich weiß noch nicht genau wie lange. Bis entsprechend ja, durchzuziehen, ne? Mit den normalen Videos. Ohne die Kurzvideos. Was ich mir aber vorstellen könnte in Zukunft, dass die ersten 30 Sekunden vielleicht irgendwie ein Stück ohne zu bearbeiten rausschneiden und dann hochladen. Als separates Video. Aber das erstmal sehen, dass wie das sich jetzt auswirkt auf die Vorschlagrate für normalen Videos, ne? Wie das die Aufzahlen sind, ne? Ich meine, ich hatte ja Spitzenzeiten an zwei Tagen fast 6000 Aufrufe gehabt, waren aber die Kurzvideos, ne? Also das wirkt sich dann doch ein bisschen anders aus als hier normale Videos. Muss ich mal schauen. Aber ich tendiere eher dazu, wenn was machen würde, dann höchstens mit 30 Sekunden, die ersten 30 Sekunden, ne? Wenn man so startet, dass man die ersten 30 Sekunden auch zeigen kann, ne? So wie jetzt hier, theoretisch. Und vielleicht damit mein Konterfeil, ne? Unten, den Bereich und dann als, ja, Hinweis, dass ein normales Video halt auch noch existiert, ne? Aber erstmal schauen, ich denke mal rund 4 Wochen erstmal, wie sich jetzt diese Änderung auswirkt und dann sehe ich weiter. Ich habe ja nicht das Ziel, jetzt unbedingt übers Knie zu brechen, sondern immer Stück für Stück. Aber wiederum, bevor irgendwelche Regeln geändert werden, würde ich jetzt gerne das noch rechtzeitig so schaffen. Also aktuell ist ja die Grenze 4000 zugeschaute Minuten. Da bin ich noch ein bisschen weit weg. Aber nur kein Stress. Das ist nicht mein Hauptziel. Also dieses Jahr würde ich das eh nicht machen wollen. In der Steuererklärung. Und ich kann euch beruhigen, wenn theoretisch die Videos viel geschaut werden, schaltet YouTube sowieso Werbung. Also, was ich so mitbekommen habe. Also wenn Videos 1000 Mal geschaut werden, dann könnt ihr von ausgehen, dass auch Werbung geschaut gezeigt wird. YouTube möchte auch leben und existieren, ne? Also das würde dann nichts dran ändern, ne? Egal was ich da jetzt machen würde. Wegen Werbung schalten. Nennt man dann nie, also mit Geld verdienen, ne? Aber ich sag mal so, wenn das hier über Werbeeinnahmen dann laufen würde, wäre es gut.
Aber wiederum, wenn es nur 3 Euro wären, dafür eine Steuererklärung machen zu müssen, ist auch blöd, ne? Also im Grunde müsste sich die, ja, die Zuschauerzeit nicht mehr erhöhen und ja, das wäre es eigentlich hier, was gut wäre, wenn die zugeschaut Minuten pro Video. Ich meine, muss man mal gucken, da ist immer der Durchschnitt, ne? Ich meine, zwei, drei werden sicherlich lange gucken. Viele, die jetzt durch Zufall reingefunden haben, ja gut, das ist halt so, ne? Das ist halt so, wenn mein Interesse nicht da ist. Das ist auch nicht mal schlimm, ne? Ist ja nur ein Angebot und wer das nutzt, ist gut und wer das nicht nutzt, ist auch gut, ne? Aber wie gesagt, wenn sie das anbietet, theoretisch mit wenn 10, 15 Euro dazu wären pro Monat, das wäre schon nicht schlecht. Natürlich weiß ich nicht, was überhaupt kommen würde, ne? Aber als Rentner später mal dann, naja, vielleicht 10, vielleicht 13, 14 Jahren was dazu verdienen, das wäre schon nicht verkehrt. Und ich denke auch, wenn das freigeschaltet ist für Geld verdienen, dass man dann auch mehr gezeigt wird, ne, als Vorschlag. So denke ich jedenfalls, um die das noch ein bisschen zu beschleunigen. Und wenn man als Rentner das ein bisschen gestalten kann, mit verdienen, mit Spielen, ob man sowieso machen will und möchte und daran Spaß hat, ne? Dann wäre das eine schöne Ergänzung, wenn es funktioniert. Aber keine Sorge, kein Verkauf von Tassen und dergleichen. Die Arbeit würde mir jetzt nicht machen. Wenn das einer für mich machen würde, theoretisch. Also wenn ich eine Partnerin hätte, die das dann machen würde. Ja, du, da kein Problem mit. Ne? Aber wie gesagt, das plane ich erstmal überhaupt nicht. Auch Kanalmitgliedschaften. Ich wüsste gar nicht, was man jetzt extra anbieten könnte. Vorteile oder Nachteile für alle anderen. Ich behaupte mal, das würde ich mal nicht machen wollen. Nachteile oder für wenige und Vorteile für viele. Ich würde mal grundsätzlich immer alle gleich behandeln. Also da besteht kein Grund zur Panik. Hat er die Krawatte gemacht oder noch nicht? Na egal. Mal schauen, was hier wächst, ne? Aktuell haben wir ja, ganz gute Aussaatstärke. Schon wieder, was wie viel Prozent hat er hier so rausgeknallt? Über 40% fast? Oder fast 40%, das ist ja Wahnsinn. Geht hier so viel rein? Kann man das überhaupt jetzt sehen? Macht er das jetzt sichtbar? Weil 20 war ja nicht so. Da war ja 56 pH-Wert. Stickstoff. Da hat er einen Teil nicht gemacht. Und hier, gut, macht er das komplett. Bis jetzt jedenfalls. Da wird es auch angezeigt. 37 erstaunlicherweise nicht. Ich weiß gar nicht wieso. Das ist ein bisschen komisch. Weiß nicht, was ich da gemacht habe. Und bei Gras wird es eh nicht gemacht, ne? Naja. Läuft dann automatisch? Jetzt nicht mehr. Im Grunde. Es sind schon 40% gemacht worden. Jetzt hat er 42%. Ah, okay. Ah, ein bisschen ist noch. Also. Das ist der Kuppermeister. Wäre nicht so wichtig. Na, jetzt haben wir. Ja, 15.
wie gesagt, morgen Livestream und wenn ihr da Fragen habt, egal zu was, wenn ich das weiß, kann ich gerne weiterhelfen. Ich werde aber den Umzug nicht zeigen, weil ich im Grunde auch selber erst gucken muss, wie das funktioniert. Und was zu erklären, was ich selber nicht perfekt kann, ist schwierig. Aber wenn der eine oder andere mal so einen Kommentar fragt, kann ich darauf eingehen. Mit Hinweis. Wenn ich es weiß. Ihr könnt auch direkt im Livestream nachfragen, aber wie gesagt, das ist nicht ganz so einfach. Dann müsste ich den Modus ändern. Bildschirmaufnahme. Ja. Müssen wir probieren, ne, wie das funktioniert. Mitten im Livestream ist manchmal schwierig. Das funktioniert, glaube ich, nicht mal so gut. Oder ich muss den Livestream laufen lassen. Oder ich muss das vorher überhaupt einstellen. Eine separate, weiß ich so, wie jetzt hier Szene live und Szene 2. Mal gucken, wie das gemacht hat. Ziemlich. Aber ist eher tendiert dazu, nicht zu zeigen. Kann das gerne erwähnen und beratschlagen, aber wie gesagt, Kühe, Speicherspielstand separat anlegen, den alten natürlich sichern und dann einfach die den Ordner für Kühe für den Stall einfügen, den richtigen Stall finden, ne? Und ja, und man noch die Maschine, dann gibt es auch einen Ordner direkt, das ist ja am einfachsten. Da ja von Karte zu Karte geht, kann man kein Höhenmodell ändern. Vielleicht werden dann die Silageballen da auch mit rübergenommen. Oder die Schluck auf. Die Heuballen. Geht ja um dies Tiere versorgen. Gleich am Anfang, nicht? Das ist mir so wichtig. Dass man die Tiere schon im Stall hat und die müssen gleich Futter bekommen. Auch mit neuen Mod können die Tiere verschwinden, ne? Also nicht so auf sie sterben, ne? Man dann denken, man gut versorgen, ne? Also dann lieber erstmal nur Heu reinschmeißen. Wenn Händler kaufen, zum Beispiel Geschwindigkeit auf 0,5 machen. Möglichst langsam. Also sehr langsam, wenn es geht. Dann ist die Gefahr nicht ganz so groß. Bei der Marsch hatte ich mal gehabt, im 19er dann über Nacht hohe Geschwindigkeit gehabt. Oder Schlaf zum Beispiel, dass die Tiere nicht versorgt sind. Das ist sehr gefährlich. Also da kann schon verschwinden. Also Transporter entstehen noch die Tiere über Nacht und dann. Naja, gehen schlafen, machen morgen weiter. Ne, das ist dann keine gute Idee. Also zur Not einen Spielstand nehmen, der vorher gespeichert wurde im Sicherungsordner. Alice hat ja zum Glück einige Spielstände, die man als Notfalls wiederherstellen könnte. Ne? Aber wie gesagt, immer einen alten Ordner, alten Spielstand speichern, sichern, separat irgendwo, ne? Und dann kann man am Spielstand was zaubern, ne? Sonst kann das ganz schnell schief gehen. Kann ja auch mal Fehler machen, ne? Das ist ja heutzutage ist ja, kann mal passieren, ne? Keiner ist fehlerfrei. Und wer kann schon programmieren? Hat er meiner Meinung gesagt, er muss Englisch lernen. Ja, könnte man. Theoretisch, aber da habe ich keinen Bock zu. So. Was zu lernen, also nicht für ihn programmieren, also das ja wäre für mich die Zeit einfach nicht da. Das ganze Problem. Entweder spielen oder programmieren. Ja, also beides wird schwierig. Da muss man sich entscheiden, ne, was man nicht mehr machen möchte. Das ist ja halt so.
wo die Ausdauer für da sein muss, ne? Also, ich glaube, beim Programmieren. Karten erbauen und sowas alles. Oh, das wäre. Naja. Ja. Ich meine, die Arbeit von Castor ist schon, die er sich macht, ist ja im Grunde super, ne? Die Betonmodi, die Karte ist ja. Ich weiß, er bereitet mir ganz gerne vor. Im Vor-LS, ne? Also Straßensystem und so. Das weiß ich aber, was sie auch gemacht hat. 19 hat er mal geschrieben im Forum, dass er das hat, dass er das Grunde Vorarbeit geleistet. Was und wie viel? Das weiß ich auch nicht. Aber wenn du das alleine machst, dann hast du halt alle Arbeit, die du allein machen musst, ne? Machst du ja Fat Action auch allein komplett. Und das muss man die Zeit sich nehmen, ne? Das ist so. So. Na, bergauf hat er so tun, ne? Kleiner Traktor. Oh, so klein ist er gar nicht. Ja, Lisa, das soll schon mal gewesen sein. Ich sag mal schon Dank, dass Sie reinschauen. Aber tschüss, ciao. Ja. Morgen, wenn ich richtig liege, und das wäre Samstag, dann ab entweder ab 12 oder ab 15 Uhr. Ich glaube eher ab 12. Mit der Schlaf verzichte ich mal drauf. Mit der ersten ein bisschen früher. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Mit kleinen, ja, um 2 bis 3 Stunden ungefähr. Und dann würde ich ja die Aufnahmen machen für die Woche darauf. Das soll trotzdem noch eine Aufnahme geben und am nächsten Tag würde ich dann wahrscheinlich die Marsch aufnehmen oder die Tarn auf Voraus, ne? Das ist da. Bin ich da flexibel. So, tschüss, ciao. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.